Grüß Gott zusammen. Wir haben ein Bier aus Bayern. Die Wulde Henna. Ja. Schankbier steht da drauf. 4,1 Volumenprozent. Nochmal so ein leichtes Zeug. Tut mir auch mal ganz gut. Nicht immer so die schweren, alkoholgeschwängerten Granaten bei der Verkostung hier zu trinken. Hoppebräu. Hoppebräu ist ein junger Braumeister aus Waakirchen. Keine Ahnung, wo das genau in Bayern liegt. Googelt euch das einfach mal bei Google Maps raus. Ist sehr idyllisch, glaube ich. Zumindest mein Eindruck, geprägt durch einen Beitrag im Fernsehen, Bayerischer Rundfunk, glaube ich, auch YouTube. Muss ich mal gucken, bei YouTube gibt es das. Die Idylle dieses Handwerksbrauers mal aufgenommen. Fand ich einen ganz, ganz schönen Beitrag. Endet damit, dass er mit seinen Freunden ein neues Bier verkostet. Die Damen alle in Dirndl. Ja, das wirkt natürlich auf Norddeutsche immer so ein bisschen gestellt. Vielleicht ist es ja da wirklich so. Egal, völlig egal, wir trinken das jetzt mal. Die Wulde Henna. 35 Bittereinheiten, das lässt natürlich schon noch hoffen auf einen knackigen Geschmack. Sehr schön hell. Klar und angemessene Schaumkrone, halbwegs stabil. Tolles Bild, das muss man schon mal sagen. Und ein wirklich interessanter Geruch. Würzig und ganz, ganz bisschen Fruchtaromen. Prost. Ja. Wunderbar. Also schmeckt. Schmeckt jetzt nicht intensiv. Also sehr fluffig geht das runter. Bittereinheiten merkt man nicht allzu massiv. Also ja, es hat schon etwas herberen Abgang. Es ist trocken. Also doch ziemlich, ziemlich astringent, glaube ich, sagt man in der Fachsprache. Also es zieht sich so ein bisschen zusammen am Ende. Durstlöscher, ey, perfekter Durstlöscher. Das würde ich unterschreiben, dass das jetzt mal im heißen bayerischen Sommer auf der Hütte nach einer Wanderung. Da kommt man ins Schwärmen, glaube ich. Wenn man dann so ein Bier trinkt. Weil es deutlich mehr Power hat und mehr Kraft als so ein bayerisches Helles. Das ist ja dann sehr süffig. Süffig ist das hier wirklich nicht. Also ich finde, das hat wenig Restsüße. Und leider steht hier nicht viel mehr dazu, was das jetzt so stilistisch sein soll. Wasser, Gersten, Malz, Hopfen, ja, ist irgendwie klar. Und 0,33 Liter, ist also auch klar. Schöne Flasche übrigens und einzigartiges Etikettendesign. Die anderen Biere von ihm heißen Wuitsau, Vogelwuit und Wuider Hund. Vielleicht sind die noch ein bisschen wuider als das, also so richtig wuit. Aber ganz exquisites Trinkbier. Also, was bleibt uns alles übrig als trinken? 4D.